Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen in unserem Adventskalender. Heute spielen wir Late Night Mob. Ich habe ein klein bisschen reingeschaut, aber nur ein bisschen. Es geht darum, dass wir in einer Wohnung sauber machen sollen. Und es sollen einige Jumpscares kommen. Und ihr hört es vielleicht, ich habe ein neues Mikrofon. Es ist endlich angekommen. Und nicht nur das. Ich habe jetzt auch eine Webcam und ich muss mich noch an die ganzen Lichter gewöhnen. Wenn ich rüber schauen will zu meinem anderen Monitor, hängt hier ein Mikrofon im Weg. Ich hoffe, das geht so. Und was ich entdeckt habe... Nee, nicht hier. Hier. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ein Cheater. Und ich stehe dazu. Es geht halt, denke ich, glaube ich, schneller und irgendwo stehen mehr Mülleimer rum und es gibt wohl drei Enden. Nope, okay. Dann probieren wir es doch mal. Ich garantiere für nichts. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess, and I need the house cleaned, as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Ja, wir haben einen Auftrag. Es ist sehr dunkel. Ist es in der Aufnahme auch dunkel? Ein bisschen. Bisschen heller. Habe ich eine Taschenlampe? Nein. Ich kann es auch nicht heller machen, okay. Das soll mein Mod sein. Klicken, um sauber zu machen. Okay. Was? Du hast blockt. Nimm das auf und schmeiß es. Tab für Task. Eingang, Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, Flur, Büro und ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Achso, ich bin also schon da, ja? Okay, ich verstehe. Das heißt, die Mülleimer stehen direkt daneben. Zwei Sachen? Nein. Okay. Niemand da? Ja. Okay. Hat's geklappt? Office Key. Es ist sehr dunkel und ich kann nicht in die Einstellung. Wird das besser, wenn ich... Eine Sekunde. Sag mal, Monitor, was ist los? Können wir mal wieder weitermachen? Wenn ich... meinen Monitor... Da hat sich irgendwas umgestellt. Mal ein klein bisschen heller machen. Mit dir habe ich nicht gesprochen da hinten. So. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Ich würde gerne mehr Sachen auf einmal aufnehmen. Wo wären die Mülleimer sonst, wenn ich das nicht eingeschaltet hätte? Bin ich hier auch? Nein? Okay.
Ah ja, der Mob, der ist für Boden und für Teppich, natürlich. Kennt ihr nicht, der Teppich- und Bodenmob? Der Gott. Geschaltet, dass da auf einmal jemand steht. Achso, hier ist ein bisschen Dreck. Kann ich mit einer Hand nicht wischen. Okay, das stimmt. Achso, ich hatte ja einen Schlüssel drin, ne? Okay. Es nervt mich, dass es so mega dunkel ist, ne? Das in der Webcam, dass ich das nicht sehe? Nee, ich habe es jetzt aber händisch ein bisschen höher gestellt. Ich habe schon wieder gedacht, dass wir wie... wie ein Schädel oder so, der da dick rumsteht. Ich habe schon zwei Jumpscares, die mich nicht gekriegt haben. Jetzt habe ich es gesagt, das werde ich bereuen. Ach, das Quietschen, das bin ich selber. Das ist meine Maus. Die quietscht, das macht Sinn. Hier alles okay. Also ich hoffe nicht, dass hier irgendwas in der Dunkelheit liegt. Ich habe jetzt schon sehr, sehr hell gestellt und nee, das ist die Haustür. Ne? Ich kann nicht mehr heller stellen. Und ich sehe trotzdem nicht alles. Da ist ja noch. Full Audio Support and Clear Picture. Ja, das war noch Fernseher. So, wo muss ich hin? Ist hier noch mal was? Ja, haben die mir Essen gemacht? Blut aus Teppich, das kannst du knicken, du kannst den Teppich nur verlegen. Also nicht in jedem Fall. Das ist weißer Teppich. Also so ein paar mehr Mülleimer wäre auch okay gewesen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Ging bestimmt nicht anders bei mir. Weil nicht. Ja. Okay. Wieder irgendwas übersehen? Ein Jumpscare? Oh, guck mal. Mach ich nicht weg.
go home. Okay. Jetzt kommt doch wieder was, ne? Ich gehe jetzt einfach halb. Oh, hallo. Ich go home. Ich drehe mich nicht rum. Das war ich nicht. Nee. Da doch. Nee. Ich war fertig. Thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. Was? So yeah, thanks for that. Also er sagte, danke, dass ich das da so gut gemacht habe, außer dass ich irgendwas kaputt geworfen habe, was er mir vom Gehalt abzieht. Okay, das könnt ihr euch alle mal selber durchlesen. Und das war ein Ende. Kann ich hier in den... Nee, kann ich gar nicht höher stellen. Okay. Also ein Ende haben wir schon. Ja, kann man das... Ja, man kann das skippen. Nimm den Mob. War sauber. Ja. Machen wir das doch noch mal. Ja. Und dann werden wir gleich das Geräusch erforschen. Jumpscares kommen oder ob sich das da ein bisschen anpasst. Tut mir total leid. Es ist natürlich wahrscheinlich immer interessanter, wenn sich jemand erschreckt, aber ich bin da vielleicht schon einiges gewohnt, dass wie hieß das Spiel, was ich bei schlechte Horror-Games eingereiht habe, obwohl es gar keins ist. Also ich dachte, es würde eins kommen, deswegen ist es mit dabei. Das hat es richtig... Da war es ein bisschen. Da hat es richtig wehgetan im Herzmuskel. Weil mich das so erschrocken hat, weil es so, auch so laut war und auch, weil ich es leiser gemacht habe. Wo muss ich jetzt hin? Das war richtig gut, was... das Erschrecken traf. Ich glaube ein bisschen viel, ich weiß nicht mehr genau. Ist ja jetzt echt keine große Wohnung, ne? Aber ich schaffe das ja auch im Real Life, mich in Wohnungen zu verlaufen. Was ist eigentlich hier mit meinem Master Bedroom? Wo ist denn der Master Bedroom? Hatten wir vorhin noch nicht.
Wo ist denn der Master Bedroom? Bin ich doof? Master Bedroom? Was habe ich hier? Der Bathroom? Was habe ich hier so viel erzählt? Ich habe mich ein bisschen rausgebracht hier. Habe ich alles? Gab es ja schon einen Schreck. Anschlüssel, hier kann ich nicht durch. Ja, ich bin blöd. Nun kann ich nicht rennen, aber gut. Wenn ich nicht rennen kann, kann ich es nicht wegrennen. Ich wusste das, aber tschüss. Wer packt denn die 2 Millionen Mülltonnen weg? Gottes Willen, das wäre furchtbar. Erledigt. Gehen wir und dann gibt es das Geräusch und dann gehen wir natürlich gucken. Bam, bam, bam. Was war das? Oh, hier gab es Maus. Ja. Ja, doch. Und jetzt? It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good. And healthy. And alive. Ja, nee, nicht so ganz. Okay, bye. Also, der uns den Auftrag gegeben hat, hat nochmal angerufen und gesagt, ach, du, geh da doch nicht rein, mir ist eingefallen, ich habe da einen Dämon beschworen und ja. Oh, weil so viel Text muss ich automatisch gehen. So, wo war das bei? Extras? Dann, nope. Das, ich habe eine Vermutung. Ja, nein, wollen wir jetzt nicht nochmal hören. Das mein, ja, nee. Ihr habt doch keinen Bock. Hä? Jetzt, ne? Stimmt. Was soll was anderes sein? Außer, nope, wir meinen hier nicht, aber wir gehen jetzt wieder, weil das sieht zu furchtbar aus. Nein. Wie geht denn dann, nope? Okay, vielleicht nach dem ersten Jumpscare.
Oh, wann kam er denn? Jetzt vielleicht so, nein. Das ist auch mal dasselbe gewesen, ne? Ein weißer Dämon mit Rot in den Augen. Ja. Ja, hab ich schon gesagt. Well, 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 glad to know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't! You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Na, wir sind gefeuert. Tja, war er nicht so begeistert. So, das reicht für eine Episode von unserem Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich in einen weißen Lichtring reinstarre. Aber vielleicht kriege ich es auch noch ein bisschen eingestellt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.